Tag zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim. Ich hatte eben gerade ein bisschen Aufnahmeprobleme und deswegen habe ich jetzt aus Versehen vorhin beim Beenden der Aufnahme gespeichert und habe ich gemerkt, dass die Aufnahme gar nicht mehr lief. Das heißt, ihr habt jetzt gerade eine Quest verpasst. Moment. Und zwar, wie ich dieses Bruchstück hier gefunden habe. Und vorher wollte ich eigentlich dieses hier haben, aber da braucht man einen Schlüssel für und ich weiß nicht, wo ich den herkriege. Das muss ich irgendwie noch rausfinden. Wie dem auch sei, wir haben jetzt ein zweites Bruchstück. Und können die Quest jetzt erstmal nicht fortführen, weil hier gab es keinen Schlüssel. Weil ich eigentlich angenommen hatte. Leider. Oder gibt's. Habe ich jetzt einen Schlüssel? Nee, ne? Der müsste ja dann hier sein. Nee, sieht nicht so aus. Nee. Da brauche ich dieses Saatal-Schlüssel oder wie das Ding heißt. Habe ich aber nicht, also müssen wir erstmal eine andere Quest machen jetzt. Und zwar... Sprich mit Brynjolf. Herausgefunden, Mitglied der Klinge namens Esbären suchen. Laut Delfine ist der Spezialist für alte Drachenkunde. Wir müssen ihn unbedingt zu den vor den Talmor finden. Okay, dann gehe ich dahin. M. Hallo. M. Wieso geht das nicht? Okay, dann kann ich mir das leider nicht auf der Map anzeigen lassen irgendwie. Geh mal raus hier jetzt. Ja, ist natürlich blöd. Ach doch, da ist es doch. In Riften ist der. Warum hat er mir das nicht auf der Karte angezeigt? Hä? Das verstehe ich nicht. Fangen wir mal ein Zigarettchen an. Ja, da habe ich jetzt zwei Seelensteine aufgefüllt. Habe dafür jedes Mal für Beschwörung. Die alte Frau, die das Waisenhaus geleitet hat, wurde was bekommen. Und deswegen habe ich jetzt fast Level ab. Es lohnt sich eigentlich schon, diese Seelenfallen-Zauber zu benutzen. Neu in Rifton? Dann wird halt deine Klappe. Ich bin schon das zweite Mal hier, ja? Oder das dritte Mal? Ja, warum die Aufnahme ausgegangen ist, weiß ich allerdings auch nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Oh, ich suche eigentlich nach diesem alten Mann, der in Büften untergetaucht ist. Bitte was? Ihr wollt kostenlose Informationen? Wenn ihr mir helft, werde ich sehen, wie ich euch helfen kann. Außerdem quellen eure Taschen auch nicht gerade vor Geld über, oder? Ey, lasst mich ihn erst finden. Drachen sind schlecht fürs Geschäft. Wartet, ich wollte nur ein paar Informationen haben. Woher wollt ihr das wissen? Mein Vermögen geht euch nichts an. Das hier. Sich eine einmalige Gelegenheit entgehen zu lassen, ist aber noch schlechter. Woran habt ihr gedacht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Oh. Warum soll ich Brandschei den Ring unterschieben? Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin den ganzen Tag über auf dem Marktplatz, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Kommt vorbei, falls euch noch danach ist. Okay, das hört sich interessant an. Reine Glückssache. Okay. Ich werde am Morgen auf dem Markt sein. Ihr kommt besser auch. Ich bin da. Hallo. Ah, Schneeschuh. Ein Lord. Wer kommt als der Hass auf das Kaiserreich? Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Und das nur wegen eines verdammten Vertrages. Ein schwebendes Brett. Der Boden unter unseren Füßen ist vom Blut unserer Ahnen getränkt. Handy war nicht laut aus. Wir haben für dieses Land gekämpft und sind dafür gestorben. Ich habe meine eigene Tochter an die kaiserlichen Hunde verloren. Und bei Talos, ich will niemanden mehr verlieren. Ich auch nicht, vor allem nicht Lydia. Okay. Ulfric unterstützen oder beim Versuch. So, am nächsten Morgen hat er gesagt, ist er auf dem Markt. Gibt es nichts. Hallo. Was habe ich denn im Unklaren gelassen? Halt die Klappe, ich will doch gar nichts von dir. Ich will nur auf nächsten Morgen warten. Und das mache ich hier. Es ist jetzt 3 Uhr. Ja. Was hat er gesagt? Wann ist er da? Ab 8 Uhr?
Oder von 12 Uhr. Nee, er hat doch morgens gesagt, oder? Von morgens bis abends ist er auf dem Markt. Ja, ja. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Halt mal eine Knappe. Bei mir gibt's beste Essen im ganzen Himmelsrand. Also, Junge, wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ja, ich bin bereit. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Okay, mein Freund. Kommt alle her. Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Kommt alle her. Ich denke mal, das ist richtig, weil das ist das Einzige, was ich abschließen kann, oder? Also es war jetzt das Erste, was ich gesehen habe. Nein. Oh, dieser Scheiß. Schlossknackkack, ne? Nein! Hä? Ah, ich hab's auf. In Schlüssel kein Drängeln, es ist Platz genug. Ach, Brynjolf, was gibt es denn diesmal? Geduld, Branschei. Elfenstiefel der Ausdauer. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Das habt ihr auch über die Irrlichtessenz gesagt. Oh nein, das kann ich nicht rennen. Am Ende war es dann doch nur zerstoßene, mit Wasser vermischte Nirnwurz. Lydia. Es war nur ein Missverständnis, aber dieser ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Das klappt doch alles schon wieder nicht. Das dauert doch schon wieder viel zu lange. Dat. Und dat. Da. So. Den Helm will ich angezogen. Das einzig wahre. Mystische Wesen aus Legenden. Ich will wissen, welches der richtige Stand ist. Das hätte ich mal vorher gucken sollen, ne? Meister der Magie. Oh oh. Stellt euch die Kraft vor, die durch ihre Adern floss. Unser Fleischschiff. Ich will nicht dabei erwischt werden. Oh, geh doch auf! Immer Schluss. Da ist er. Vielleicht kommt Palos. Oh, cool. Jahrelang hat sie niemand zu Gesicht bekommen. Platzieren. Meine Quellen müssen zu ihrem Schutz geheim bleiben. Wo soll ich den platzieren? Ich kann versprechen, dass der Inhalt echt ist. Ein Schluck von diesem Elixier. Hier? Und eure Wünsche gehen in Erfüllung. Reichtum, ewiges Leben oder vielleicht sogar unbegrenzte Macht. Hier? Wie viel kostet es? Nur 20 Goldstücke. Beeilt euch, bevor alles weg ist. Er schadet dem Ruf anderer Händler. Lebt tausende von Jahren. Genau das brauche ich jetzt. Oh, komm! Wo ist denn das? Sperrrüstung? Da. Das war's für heute. Kommt morgen wieder, wenn ihr etwas kaufen wollt. Lydia, geh weg hier! Was für eine Lydia, ey. Hi. Ich habe wohl die richtige Person für den Auftrag gewählt. Hier, bitte. Eure Bezahlung, wie versprochen. Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. Was ist da los? Na, meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech. Aber so läuft es wohl einfach. Aber egal, ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser ist, es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. Die besten Preise und die höchste Qualität in der Okay. In Ordnung. Dann sehen wir mal, ob das stimmt. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifthorn, in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt. Okay. Solange der Vorrat reicht. Was auch immer ich jetzt gerade für eine Questreihe gestartet habe, aber auf jeden Fall ist es eine ganze Reihe. Oh, die Stufe. So, was Magiker. Was machen wir denn jetzt mal? Zerstörung habe ich noch nicht genug.
Beschwörung vermutlich auch nicht. Brauche ich aber für diesen Zauber. Muss nochmal gucken, was das für ein Zauber jetzt ist. Ob das ein... Suche im Rattenweg nach Esperns Versteck. Ah, siehst du, das gehört noch zu der anderen Questreihe. Wo ist denn das mit den... Seelenfalle, hier ist es. Lehrling, ist das schade. Das kostet schon ganz schön viel Magika. Magika. Wie komme ich jetzt? Ach, ist Schmied. Also los, Brandschein. Leert eure Taschen aus. Wir ach, piss dich. Wollt wohl sehen, wie Balimund wahre Wunder mit dem Stahl vollbringt, ha? Ne, eigentlich wollte ich es selber machen. Wenn ich kann. Ach, guck mal da. Geht los. Ich muss da hin. Schmuckstücke, wie nur die legendären algonischen Handwerker sehen. Stimmt. Das gehört euch nicht. Ihr seid verhaftet, Brandschein. Das ist doch verrückt. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe diesen Ring in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Ich habe gesehen, wie er ihn gestohlen hat. Wir können die Sache auf zwei Weisen erledigen. Ihr begleitet mich aufrecht zur Festung oder ich schleife euren leblosen Körper durch. Sieht scheiße aus mit dem Helm. Eure Wahl. Aber ich... Nun gut. Fleisch und Gemüse, greift zu, solange der Vorrat reicht. Hat geklappt. Ja, da guckst du, ne? Kauft Rüstung und rettet euer Leben. Okay. So. Ihr stammt auch nicht. Was? 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 Hä, wo muss ich denn? Was kann ich für meinen Nordverwandten? Ach, unter mir. Guck mal, hier unten geht's runter. Hier unten geht's runter, ne? Ah. Warum ein Risiko eingehen? Guck mal. Da muss ich nämlich hin. Hallo. Rattenweg. So. Das sieht schon mal sehr einladend aus. Was war das? Ach, hier sind ja gleich Feinde. Ich wusste es. Hi. Na, hörst du auf. Alter, die haben sich ganz schön abgedeckt. Okay, ich muss zurück. Lydia. Das war gar nichts. Lässt doch wohl. Danke, Lydia. Das wollte ich gerade machen. Amethyst. 25 Gold. Was hat der Tab? Gold. Und sonst nichts. Wollten die mich echt beklauen oder what? So ja nicht, meine Freunde, so nicht. Wo ist denn der Hebel für die Brücke? Lydia? Och, Lydia, jetzt hör doch auf. Hä? Da muss doch irgendwo ein Hebel sein, oder nicht? Das ist ja... nicht so lustig, was ist das? Laterne. Lydia, hör doch mal auf damit. Du musst mich nicht immer so bedrängen. Nee, das ist der einzige Weg. Guck mal da. Das ist eine Falle. So, hier waren die beiden Gesellen. Muss ich einfach runterspringen oder was? Ah, ich muss doch hier irgendwie die Brücke aufmachen können. Wenn ich jetzt hier runterspringe, das ist falsch, ne? Dann bin ich ganz schön im Arsch. Experte, Alter. Nein. Ich bin doch gar kein Schlossknack-Experte. Ah. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Oh, leck mich doch. Jetzt, ich hätt's fast. Ich hätt's fast gehabt, Mann. Wenn man jetzt noch genau wüsste, wo das war, ne? Aber das kann man ja leider nicht sehen. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh, ich hab's.
Puh, ist offen. Oh. Also, ich habe ja gar keine Zeit. Ich bin nur Heilung. Tauge nicht. Und Kopf ab. Ja, das hättest du jetzt nicht von mir gedacht, ne? Du tauge nichts. Was hat er denn hier gerade Schönes gelesen? Ha! Taschendiebstahl verbessert. Haben die hier nicht irgendwelche Kisten versteckt? Was ist denn das? Ach, guck mal hier. Warte mal, ich will erstmal hier mich umgucken. Oh, das sieht aber... Oh, das sieht aber hübsch aus. In der Kanalisation, sowas Hübsches. Was ist denn das? Warum hängt hier eine Axt? Mit Blut und ein Korb, der so groß ist wie ein Kopf. Das verstehe ich nicht. Und wo bin ich? Hohohoho. Hast du das gesehen, Lydia? Ist da jemand? Nein. Eigentlich nicht. Hi. Ja. Ja, raus. Kommt zum Schwertkampf mit Fäusten. Hat er nicht mal Geld dabei? Der Spacken. Achso, die war gar nicht aktiviert. Huch. Der hat so ein Alchemie-Dinge. Oh. Überall welche. Man sieht die so schlecht, weil der Boden so scheiße ist. Okay, hier, der will auf jeden Fall irgendwas verbergen von mir. Ich denke mal, ich will immer Feuer schießen. Nein. Vier? Fünf? Ah, fünf. Okay, Lydia. Hier ist, nur Müll. Oh, komm mal weg da, Lydia. Oh. Bam! Jetzt wird es hier endlich mal ein bisschen wärmer. Scheiße, ich wollte, glaube ich, in die Richtung, oder? Nee, ich geh jetzt mal hier durch. Nett. Jetzt bin ich wieder hier? Hä? Hier bin ich hergekommen anscheinend. Lydia, hier sind wir hergekommen. Sag das doch. So, gut, dann gehen wir jetzt mal dahin, wo ich eigentlich hin soll. Wo war denn das nochmal? Was ist denn das hier? Wundertrunk der Gesundheit. Wo soll ich denn jetzt nochmal hin, Mann? Irgendwo hier lang, oder? Da! Ich habe es. Ach, ich bin da! Ich habe es geschafft! Ich bin angekommen. Wie sieht denn das hier aus? Das hier ist ein Gasthaus. Sprecht wieder mit mir, wenn ihr euch Brynjolf unter Beweis gestellt habt. Halt mal nicht anders. Was ich habe das schon mal gehört, Brynjolf. Das könnt ihr euch wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen können. Hier gibt es keine Almosen. Ich suche einen alten Mann, der sich irgendwo in Riften versteckt. Ah, hier gibt's viele alte Kerle. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Ich muss mit ihm reden. Ich bin ein Freund. Sein Leben ist in Gefahr. Vielleicht hilft das dir euren Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge. Nun, wenn ihr das so ausdrückt. Ich glaube, ich kenne den alten Kerl, den ihr meint. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenweges. Aha. Er verlässt diesen Ort so gut wie nie. Lässt sich Essen bringen und so weiter. Ein wunderlicher alter Kauz, was man so hört. Damit das hier überhaupt auffällt, muss er wirklich eine Schraube locker haben. Finde Esbern in der Wohnkaserne im Rattenweg. Vielen Dank. An Sie an. Wow, habe ich mich gerade erschrocken. Eindruck, Bürschchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Musst du mir so auf die Pelle rücken? Hier zu kommen war sehr einfach. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff.
Also, nun da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Schuldner? Was haben sie getan? Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass er ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Ja, Kirava, Bersi, Honighand und Helga. Honighand? Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Cool. Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Okay, das kann ich. Bekomme ich einen Anteil? Natürlich erhaltet ihr einen Anteil. Ach, wir lassen geil. Unsere Leute nicht im Stich. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Nun los. Ich nun werde wird hier gespeichert. Sein, wenn ihr fertig seid. Weil die Folge... Kommt später wieder. Lydia. Vielleicht habe ich dann Arbeit für euch. Ich werde jetzt hier hingehen, weil es hier so schön aussieht. Und speichern. Ja. Und die Aufnahme beenden und ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim und ich sage wie immer, bis dann, ciao.